So, da sind wir wieder. Ich freue mich schon aufs Lava. Der wird garantiert schief laufen. So, wir müssen jetzt mal gucken. Genau, hier hinten kommt die andere Kiste hin. Ungefähr so. Das Schöne ist, wir können jetzt sogar mehrere Kisten hinstellen. Das ist halt das Geile daran. Also, das ist. Die Kisten werden halt nie voll werden, so. Ich kann die ganze Scheiße hier mit Kisten vollpacken und das würde halt niemanden interessieren. Dann mache ich aber die Dinger hier mal doch weg. Und pack die mal lieber eins nach unten. Nein. So. Und dann mache ich hier nämlich einen Richtungstube rein. Damit, wenn das Ding hier runter geht und dann die Kiste hier voll ist, die nicht zurückgeht und dann den gesamten Weg wieder zurücktravelt, sondern gleich merkt, und dann hier wieder den nächsten Versuch startet. Ne, so ungefähr so. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich. Wenn nicht, ist auch gut. Ich verstehe das selber teilweise auch nicht. So, die brauchen jetzt hier Taktsignal. Genauso wie der. Problem ist, wenn ich jetzt hier. Geht denn die Kiste auf? Nee, ne? Kisten machen ja bei Taktsignal eigentlich gar nichts. Nee, genau. Sonst müsste er sich hier automatisch verbinden. Da er das nicht hat, heißt es, dass die Kiste auf kein Signal reagiert. Ist da, hier ist es eine Unterbrechung. Das heißt, die Kiste reagiert nicht auf Mesekon-Signale. Das ist sehr gut. Ich mach's auch trotzdem mal so, sieht vielleicht besser, bisschen besser aus oder so. I don't know. So, das ist das Taktsignal für die ganze Anlage. Jetzt brauche ich irgendwo, kann eigentlich hier rein. Die Blume. Dann kann die nämlich direkt nach hier und hier. Und dann haben wir hier direkt schon mal, bumm, fertig. Versteht ihr? Oh, das ist geil. Ah, nee, ist das nicht, weil ich komme jetzt hier nicht an das Signal ran. Wobei, wenn ich das so rauflege, doch. Haha. Haha. Jetzt muss ich aber überlegen. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich müsste das Ding hier, müsste das End-Ding hin. Das ist natürlich hässlich. Oh, das ist natürlich. Nee, muss hier sein. Nee, das geht nicht. Aber wenn ich jetzt hier das Endding hinbaue und hier das Kabel, dann hast du hier eine Verbindung. Das heißt, selbst das geht nicht. Das Endgate muss also hier sein. Komme ich denn hier überhaupt noch mit dem Taster lang? Ich müsste da, obwohl, ist der Schalter halt hier vorne. Oder ich mache so und so. Oder könnte der Schalter hier hin? Ja, das sieht auch optisch einigermaßen gut aus. Wo ist der scheiß Schalter? Schalter! Ich schalte dich gleich tot. Danke. Ist jetzt die Frage, sieht so an der Ecke gequetscht besser aus? Oder sieht es besser aus, wenn er ein bisschen weiter im Raum drin ist? Warum hat er sich unterbrochen? Ach ja, weil es nicht geht. Der muss eins weiter vorne sein. Weil der Block, wo der runtergeht, kann kein Knick sein. Weil das quasi ein vordefiniertes Objekt ist. Deswegen muss der Knick als nächster Block sein. Ja, doch, ich glaube, ich lasse es sogar so. Man kann eh durchlaufen. Von daher ist es wirklich bloß eine optische Frage. Ich lasse das Ding so. Ja, ist dort jetzt. Bupp, ist der aktiv und die gesamte Anlage ist scharf geschalten. Oh, ist das geil. Ist das gut. Oh, das ist ein Träumchen. So, das heißt, wir brauchen jetzt bloß noch Glas und Lava. Da kann ja gar nichts schief gehen. Essen hier, so. Da kann ja gar nichts schief gehen. Leute, da kann gar nichts schief gehen. Ich weiß gar nicht, wovor ihr so eine Angst habt. Ja, hallo? Die Frage ist, komme ich jetzt überall ran? Nee, komme ich nicht. Dann komme ich nicht ran.
Ich muss mir also hier noch so ein komisches temporäres Podest bauen. Das klappt auch eher recht, schlecht als recht. So, doch. Jetzt komme ich überall ran. Okay. Oh, es geht los. Ach ja, das geht das sogar noch weiter, ne? Boah, das heißt, einmal Lava würde komplett für die gesamte Anlage reichen. How fucking cool is that, please? Egal, wir machen trotzdem komplett Lava. Einfach, damit es optisch schöner aussieht. Ja, wir machen komplett Lava. Und jetzt haben wir einen ganz kurzen Weg zur Lava, ne? Jetzt, so ist das nicht geil. Ist das schön. Ich mach mal hier vorne. Oh, hier ist auch Eis. Oh, hier ist überall Lava. Das ist nicht gut. Dann mache ich die drei mal weg. Und mach da Glas hin, I don't know. Eigentlich könnte ich das wirklich überall machen. Bop. Sieht optisch zumindest besser aus. Knorke. Gut. Ja gut. Dann falle ich halt, während ich... Wait, what? Wie ging das gerade? Nee, muss das... So, jetzt habe ich einmal Linksklick gemacht. Damit habe ich das Ding aktualisiert. Das heißt, wenn ich jetzt runterfalle... Und jetzt auf die Base, müsste ich eigentlich zur Base kommen. Ah, okay. Das heißt, das funktioniert auch beim Fallen und bei den anderen hat es nur nicht funktioniert, weil ich die noch nicht aktualisiert habe. Das macht Sinn. Hoffe ich. So. Du kannst eigentlich wieder weg. Die restlichen kann ich von hier aus machen. Naja, nicht wirklich. Ich mache mal hier sicherheitshalber noch so ein Ding hin. So. Haha. Ist das cool oder was? So, einmal kurz testen. Ach scheiße, die Dinger haben doch gar keine Werkzeuge hinten drin. Och, leg mich doch am Arsch. Werkzeug brauchen Dinger ja auch noch. Du kriegst halt die Tür nicht zu. Nein. Warum haben wir so viele Spitzhacken? Ich mache aber da trotzdem nochmal extra Werkzeuge für. Obwohl, ganz ehrlich, wozu? Vielleicht bringt das ja doch was, dass da irgendwo drin ist. I don't know. Ich wüsste zwar nicht, was es bringen sollte, aber hey. Who am I? So, 6 davon. Deswegen wissen die ganzen Spitzhacken endlich mal weg. Ha! Holz. 1, 2, 3, 4. So, ne. So. Sehr geil. Dann kann ich meine Spitzhacke gleich mal hier aufladen. Quatsch. Moment, geht das wirklich? Nö. Scheint jetzt zu gehen. Gut. Weil die muss ich ja immer hier. Haha. Halt, die anderen 4. So. Oha. Kann gar nichts passieren. Oha. So, du nach da. 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 Und du nach da. Eigentlich könnte ich es jetzt sogar gleich offen lassen. So als Wartungsgang. Ja, mache ich auch. So. Ah, okay, ich mach's lieber doch zu.
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass es ja nur funktioniert, weil da gerade Stein ist. Aha. Wo sind? Ach da. Die waren hier schon umher. Sag mir das doch. Oh. Okay, wir haben zwei Probleme. Erstens, die beide hier sind falsch rotiert. Und zweitens, die Anlage ist noch gar nicht konfiguriert. Aber was mache ich denn eigentlich gerade für eine Scheiße? Und Saft haben die auch noch keinen. Oh, Leute. Wo war ich denn da schon wieder? Nur vom Bekloppten umgeben hier. So. Ach. Was ist passiert? So. Jetzt haben die alles ein bisschen schon mal Anschluss, aber wie gesagt, die Dinger müssen alle nur konfiguriert werden. Wo sind die denn jetzt alle gelandet? Ach da. Gut. Okay. So. Das heißt, Stein muss erstmal hier in die Schleifmaschine. Ich mache erstmal den Strom. Die Frage ist, wie machen wir es mit dem Strom? Ich sage mal. Ja, wir müssen hier nochmal durch. Gab es nicht irgendwo ein Loch? Oh Gott. Da gab es doch irgendwo ein Loch. Hier gibt es doch Löcher. Dann würde ich einfach mal das Ding, geht hier eh noch unten. Hier einfach mal durchbohren. So, ich muss noch, genau, ich bin nicht auf der Höhe. Ich muss also noch drei runter. Drei runter. 1, 2, 3. Warum? Oh, weil ich hätte gar nicht abbauen brauchen. Alles noch eine? Wow, gerade so zwischen die Kabelanlagen gegraben. So. Weißt du was? Hier mach ich auch nochmal weg. So, hier geht ich kein Kabel lang. Verdammt. So, ich muss ein... Ach komm. So, hier geht das Kabel lang. Ah, genau. Das heißt hier... So. Und hier, meine Damen und Herren, geht nämlich jetzt das MV-Kabel lang. Ach so. So, bitte. Verdammt. Ich schaff's nicht. Mein Herr. Oh. I'm out of Kabel. Haben wir noch Kabel? Ah ja, haben wir noch. Glück gehabt. Warum stockert das hier gerade so? Bei 30 FPS. Hier unten geht's, aber hier oben fühlt sich das extrem stockerig an. Sehr suspekt. Hier unten geht's. Achso, hier habe ich doch 50 FPS. Haha. Warum das? Das muss niemand verstehen. Keiner wird jeder nachfragen. So, jetzt muss ich unten das Kabel irgendwie verkabeln. Lass mich durch, ich bin Arzt. Bam. Haha. Sehr geil. So, jetzt müssen die Geräte hier sagen, dass sie bereit sind, ne? Schleifmaschine ist bereit. Ofen ist bereit. Holy shit. Ha, I'm pregnant. Gut, das hier mit dem Kabel bei der Blume ist ein bisschen komisch. Kann ich da noch ein so Ding drüber packen, dass es aussieht, wie als wenn da so ein Schirm drüber ist? Oh. Ey, so sieht sogar noch besser aus. So denkt man, dass das mit dem verbunden ist und die Blume da gar nichts macht. Ja, so lasse ich das. So sieht's gut aus. Haha. Haha. Gut. So, wir haben jetzt... Weg mit dir. Wir haben jetzt Stein. Der Stein kommt einmal in die Schleifmaschine.
dass alles aus, nein, blau und du, schwarz, du, so. Die beiden sind aus und bei schwarz kommt Stein rein. Ja. Und hier ist, warte. Doch, genau. Hier alle rot und grün. Und Stein kommt bei rot rein. Richtig? Richtig. Stein bei rot und grün ist aktiv. So, hätten wir das. Dann mache ich überall schon mal schwarz und blau aktiv. Hier ist es bereits, genau. Schwarz und blau aktiv. Und schwarz und blau aktiv. So. Genau. Gut, dann mache ich jetzt nochmal die Maschine an. Beziehungsweise ich mache schwarz überall nochmal aus, damit sie das erstmal nur im Kreis dreht. So. Jetzt müsste der erste Stuff müsste direkt hier reinkommen. Nein. Haha. I'm better than you, bitch. So, hier kommt nämlich das jetzt nach da an. Und nach. Oh. Da aus. Wobei, nee, geht nicht. Dann würde er sich blockieren, weil er die Sachen. Ja, die müssen erstmal hier mit rein. Auch wenn es natürlich ein bisschen blöd ist. Aber gut. Ist ja nur am Anfang so. Ach, guck mal, der füllt die Kisten doch direkt von oben und dann nach unten durch. Okay. Ist schon sehr intelligent, das Ganze. So, jetzt kann ich die einfach hier wegschmeißen und die werden direkt aufgesammelt. Aber in die falsche Richtung. Ah, funktioniert. Okay, sehr gut. So, das heißt, das Gravel müsste jetzt hier reinfahren dann. Haha, oh, ist das geil. Ist das geil oder ist es nicht? Scheißegal, ich ficke mich. Los, gib mir alles. Ah, nein. Ja. Wupp, wupp. So, Shift, kommt in das Ding rein. Schwarz. Aktiv. Und hier. Hm. Cool. Das heißt, der ist konfiguriert, der ist konfiguriert und der ist konfiguriert. Das heißt, ich muss jetzt nur noch den konfigurieren und den konfigurieren. Dann sind die beiden. Genau. Hier muss ich erstmal warten, bis genug da. Oh, ist hier alles drin. Ich muss erstmal warten, bis hier genug drin ist, damit ich das Rezept machen kann. So. Achso. Ich schon wieder. Kann ich ja direkt machen. So. Tada! So, und dann muss ich jetzt hier aufpassen, sobald er fertig ist. Achso, sie siehst du, genau, du musst sie auch noch aktivieren, ne? Kommt jetzt noch was oder wie jetzt? Achso. So, wenn ich den jetzt reinmache, dürfte noch nichts produziert werden, richtig? Genau. Haha, ich war schnell genug. Yes. So, das heißt, der ist konfiguriert. Jetzt wird nur noch der hier vorne. Da. Einschalten. Und hier hinten. Bam. Oh mein Gott, das war's. Leute, das war's. Die Anlage, sie ist fertig. Oh, ist das gut. Ist das gut. Oh, ist das geil. Okay, das ist krass. Ja, so ist gut. Wie gesagt, das einzige Nadelöhr ist der Sieb, ist das Sieb. Es ist aber völlig egal, weil wir haben hier Puffer. So, und
In der Zeit, wo wir hier in dem Bereich aktiv sind, kann der Puffer nie voll laufen. Und wir haben gerade sogar schon die erste Rohstoff gesehen, die hier oben reingegangen ist. Ich finde es interessant, dass er die Kiste wirklich von hier oben macht, weil er direkt hier überprüft, ist die Kiste frei, wenn ja, direkt rein und wenn nicht, direkt weiter. Das heißt, er wird erst die Kiste komplett voll, dann die Kiste komplett voll und dann die Kiste komplett voll machen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, das ist natürlich ganz cool. Das heißt, wir müssen nicht immer alle drei Kisten durchsuchen, sondern erst, wenn wir sehen, okay, die Kiste ist bereits voll, aber das, was wir suchen, ist da nicht drin, dann gucken wir, ob es in der nächsten Kiste vielleicht drin ist. Oh Leute, das funktioniert so geil. Das ist doch nicht wahr. Gut, jetzt müssen wir nur noch den Raum wieder reparieren, weil hier ist jetzt, hä? Wieso habe ich nur einen Block dazu? Hier fehlen noch drei Blöcke. Wo sind die anderen Blöcke hin? Hallo? Hallo? Gut, wenn ich jetzt noch ein bisschen habe. Warum wir die anderen Blöcke jetzt hin sind? Ich habe keine Ahnung. Oder wurden jetzt mit aufgesammelt? Kann das sein? Nee. Okay, alles im grünen Bereich. Oh doch, wurden aufgesammelt. Ja. Das ist natürlich traurig. Man darf hier also nichts mehr fallen lassen, weil die Maschine scheinbar schneller ist als unser eigenes Inventar. Das ist natürlich schon heftig. Am Arsch. Aber egal, jetzt dürfte dadurch, dass das alles konfiguriert ist, müssten jetzt alle Sachen, die hier irgendwie fälschlicherweise vom System eingesaugt werden, alle in den Kisten landen. Weil alles, was nicht eine von diesen vier Sachen ist, wird ja automatisch hier hochgeschickt. Von daher sollte es eigentlich in der Praxis kein Problem sein. Da die Maschine hier nicht verstopfen darf. Das, was jetzt hier drinnen war, lag nur daran, dass es schon dreimal reingegangen ist, noch bevor wir hier die Sachen konfiguriert hatten. Und deswegen konnte das da reingehen. So, dann machen wir hier wieder zu. Ja, und jetzt sieht man nicht, dass hier irgendwas drunter ist. Ist das geil oder ist es nicht? Scheißegal, ja, Apfelmus. Cool. Die Anlage funktioniert perfekt. Das heißt, die läuft jetzt erstmal eine Weile, während wir unser Zeug hier aufräumen, was jetzt in den ganzen Kisten überall rumfliegt. Dieser ganze Scheiß, der hier überall rumfliegt. Und dann gucken wir mal, was die Anlage bis dahin geschafft hat. Oh, wir sind voll. Ja, fängt ja gut an. So, mal gucken. Also wir haben, die Frage ist, diese Ziegelblöcke, haben wir die auch hier drinne? Da drinne? Ja, haben wir. Okay, dann da rein. Die Eimer lasse ich erstmal hier und die lasse ich doch erstmal leer. So. Haben wir noch irgendwelchen Stuff? Ja, komm, hier, her damit. Wir haben zu viel Scheiße. Oh, hier geht gerade. So. Der muss frei bleiben. Damit ich hier. Warum geht das gerade? Ach so, dieses gesiebte Zeug, ne? Ja. Aber kein Problem. Friss. Haha. Ist das nicht genial? Ist das nicht herzallerliebst? So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Ja. Ich pack die Dinger mal hier unten hin, damit wir so technische Sachen schneller sehen. Switch. Okay. Sind wir jetzt bei Switch Reloaded oder was? So, Holzkisten kommen bei Holz rein. Oder haben wir auch nur noch drei? Also, zum Glück, dass wir ein paar gekauft haben, aber wieder nur noch drei. Verstehe ich.
Jetzt sind ja noch welche drinnen. Nö. Gut. Ach klar, ja, genau. Jetzt fehlen die ganzen Exe natürlich. Das heißt, die Kiste ist jetzt noch mal ein bisschen leerer. Und ich bin Schüler. So. Ketten. Kommen eine Ketten. Was war das gerade für eine Aktion? Hallo? Please don't make keinen Scheiß mit mir. So. Kohle kommt bei der Welt nach unten. Eisen auch. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Balalala. Stuff. Da kommst du rein und du rein. Genauso wie du. Holz kommt hier rein. Und ich mach die Dinger mache ich auch mal hier rein. Auch wenn die fast nur aus Holz bestehen. Egal. So, Mesekorn, Pipes, Rohstoffe kommen bei Rohstoffe rein. Geld auch. Wobei Geld hier unten war. So, Essen kann gleich im Inventar bleiben. Du kannst da bleiben. Und ihr könnt noch da. Perfekt. Ist hier noch was drin? Ne? Nee, ne? Nö, hier ist auch alles leer. Aber wie ihr schon hört, ne? Man hört das die ganze Zeit, dieses ganze Lava-Zeug. Wie gesagt, natürlich nur so lange, wie es aktiv ist. Kann man ja schön deaktivieren. Und die Anlage selber macht ja keine Lärme. Keine Geräusche. Aber das ist etwas, was man durchaus im Hinterkopf behalten sollte. So, das hier müsste mittlerweile komplett voll sein. Ja, ist komplett voll. Aber es interessiert keinem, weil der hier puffert. Ne? Der schickt jetzt hier immer wieder so ein Stack raus und der geht doch immer wieder lang, aber die Anlage kann daran nicht verstopfen. Es wäre natürlich schon schöner, wenn wir hier auch überall diese Sorting Pipes machen, so wie das Ding. Und man denn der nämlich sagen kann, dass einfach alles in die Richtung soll. Das wäre natürlich noch schöner. Ja? Aber gut. Da hätte man nämlich hier nämlich nicht dieses immer hin und her, was wir hier immer sehen. Ne? Ich meine, das Ding hier verhindert schon das Gröbste. Aber schön ist es halt trotzdem nicht. So. Ich meine, letztendlich bräuchten wir das Ding und das Ding bräuchten wir gar nicht. Weil sobald so ein Ding bei dem hier landet, sagt er, es soll alles nach blau und damit würde es hier dann eh wieder zurückgehen. Das heißt, der hier ist sowieso überflüssig und der hier ist eigentlich auch überflüssig. Wobei der halt die Zeit verringert, die Dinger hier rumpendeln. Ja, hier ist also sehr viel Redundanz drin. Aber gut, ich meine, es schadet dem System nichts. Und von daher ist es doch auch ganz schön. Weil das Schöne ist, man kann hier sogar nachhelfen. Wenn ich mit links die draufhämmere, dann, hämmert er nämlich. Warum haben wir gerade abgebaut? Du Arsch. Okay, also manchmal bin ich doch schneller. Ne, ist wahrscheinlich immer bestimmte Ticks. Also diese Rohre gucken in regelmäßigen Abständen, ob etwas kommt. Mein Player guckt in regelmäßigen Abständen, ob was rumliegt. Und je nachdem, welcher Trigger zuerst kommt, der bekommt dann halt das Objekt. So. Naja, Programme halt und so. Wobei der doch wesentlich höher frequenter sein dürfte als ich, weil, wie gesagt, die meisten landen bei dem. Achso, sind alle hier.
Ich dachte, er puffert die im Gerät selber, also hier drinne. Ach nee, das, ah, okay. Das ist das, was er rauszieht an Items. Mm. Gut. Das ist natürlich, ja. Okay. Habe ich am falschen Ort geguckt. Ich glaube, wir können gleich, dass wir die Folge Speedgas geben und dann, let's go. Gut, dann würde ich mal sagen, eine Folge zu Ende. Ich werde aber ein bisschen stehen bleiben und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken. Haben immer schon dieses Geräusch im Hintergrund. Wir sind in der nächsten Folge. Mal gucken, wie lange Pause ich mache. Aber wahrscheinlich ein bisschen. Dann mal gucken, A, ob und B, wenn ja, wie, weil die Sache hier eskaliert. Bis dann.